Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zelda Breath of the Wild und willkommen bei den Zoras. Der Prinz. Oh. Hallo Sidon. Ich habe auf dich gewartet, Link. Willkommen im Dorf der Zoras. Komm mit, ich stelle dich dem König vor. Hier entlang. Ein riesiger Fischkopf. Da vorne ist irgendwo... da vorne ist ein Schrein. Oh, schaut mal, das ist ein kleiner Zora. Oh, der wirkt irgendwie ganz schön kaputt. So viele Verletzte. Oh je, denen geht's aber gar nicht gut hier. Was ist denn das hier? Ein Geburtlotus. Okay, nehmen wir gerne mit. Oh, ein Ausdauerkrabben. Was ist denn das? Ein Zora-Großschwert. Ist jetzt nicht so stark. Nee. Nehme ich jetzt auch nicht für Style-Gründe mit. Geh mal hier rein. So. Hier bräuchte man einen anderen Helm. Irgendwie sieht der auf Dauer doof aus. Ich weiß nicht. Vor allem mit dem Helm zusammen. Aber wir kriegen ja auf jeden Fall nochmal was anderes. Das passt halt einfach gerade nicht so gut zusammen. Heben und senken. Okay. Wir müssen hier irgendwas reinbringen. Müssen wir vielleicht dem Stase-Modul sowas hier machen? Nein. Ach komm, nein. Nein. Okay, so wird das auf jeden Fall nichts. Was ist mir eigentlich gerade zerbrochen? So. Wie machen wir denn das? Okay. Also ich muss hier irgendwie das dazu bringen, dass es hier reinkommt. Wie mache ich das denn? Also hier mit... Ach, da oben ist das Ganze. Ach Leute, ich muss wahrscheinlich einfach hier hochlaufen. Oh Mann, ich Idiot. Au. Ah. Oh oh, ich habe gerade schon Schaden bekommen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt überlebe. Okay. Uhu. War ja nicht irgendwo das, genau. Da ist die Truhe. Eine Zora-Lanze. Ah. So gerechnet hat sich das jetzt, denke ich mal, nicht. Wir müssen also jetzt irgendwie das Teil nach unten bringen.
kriegen wir... Moment, muss ich das vielleicht anschießen? Super. Ach lol, sieh doch. Müsste das reichen? Oh Mann, nein, tut's nicht. Au, das war ein Fehler. Hä? Wie bekomme ich das nach da unten? Wo ist es hin? Ah, nee. Verdammt. Kriege ich das jetzt hier irgendwie nach oben? Moment, kann ich das hier nicht einfach... Kann ich das nicht hier nach unten schieben? Na komm. Ich will es jetzt nicht wirklich benutzen. Na komm, schieb. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Was? Ach nö. Das ist natürlich ärgerlich. Er hat mir auch geschrieben, wo das schwarze Ganon-Pferd ist und dass man dafür... man dafür... zwei volle Ausdauercontainer braucht. Das ist natürlich dann schon krass. Oh, echt? Nein. Nicht abstürzen, oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, ich weiß nicht, ob das funktioniert. Hä? Was machst du denn da? Wir brauchen das hier auf jeden Fall. Okay, jetzt. Ich muss gleich anhalten. Oh, ist das ärgerlich. Es wird jetzt dagegen knallen. Yes! Das war so knapp. Puh. Das war echt knapp. Sehr gut, es kam auf jeden Fall wieder volle Herzen. Das ist sehr angenehm. Sparen wir uns ein bisschen Buff-Food. Ich muss auch mal wieder was kochen, aber hier regnet es ja die ganze Zeit. Ist vielleicht nicht das Beste. Wir brauchen mal wieder ein Gebiet, wo es nicht so viel regnet. Fische fangen.
Ja, genau, wir können die auch unter Wasser fangen. Ich weiß ja nicht, ich glaube, in dem Teil gibt es gar keine Angel. Ich denke mal, dass ich zwei volle Ausdauerteile mache und ich glaube, mehr mache ich erstmal nicht. Ich habe jetzt auch schon wieder 26 von diesen Teilen zum Abgeben. So, jetzt haben wir damit hier auch erstmal einen Safe Point im Dorf. Da ist ein Grone. Hi. Guten Tag. Willkommen im Marottmarkt. Das hier ist der Krämerladen Korallenriff und weiter hinten ist der Schmied Hammerhai. Oh. Mach's gut. Bin ich ja mal gespannt. So, der Hylianer, wegen dem wir unsere Mifa verloren haben, läuft also hier herum, als wäre nichts. Was willst du hier? Wo sind wir hier? Waffenschmiede. Was machst du? Lanzen reparieren. Lanzen? Die Lichtschuppenlanzen und die Zeremonienlanzen. Egal, was für ein Getöse du hier machst. Solange du nicht die Lichtschuppenlanze besitzt, brauchst du gar nicht herzukommen. Jetzt hau schon ab. Die Lichtschuppenlanze also. Hallo, Mr. Gerone? Hallo. Du bist ein Hylianer, oder? Nicht viele von euch hier in der Gegend. Ich war auf Reisen und bin dabei Prinz Sidon begegnet, der mich hierher eingeladen hat. Ich kann zwar Elektropfeile anfassen, ohne ein Gewicht zu kriegen, aber anscheinend bin ich etwas zu schwer. Prinz Sidon meinte, wenn er mich auf dem Rücken nimmt, landen wir auf dem Grund des Stausees. Das hätte er schon etwas diplomatischer formulieren können. Das stimmt aber. Er ist ja ein mächtiger Krieger. Ja, willkommen. Latito. Hier ist überall Wasser, aber klar, wir sind bei den Sora. Moment, bin ich jetzt gerade. Ich bin falsch gelaufen. Wow, das war so knapp. Nein, da ist doch eine Kochstelle. Wobei, ich koche nachher im Ofen ein bisschen. Da haben wir mehr in der Folge jetzt gerade zu machen. Na, so war's. Oh mein Gott, die sprechen alle mit Z immer. Es ist trocken. Wow. Der ist ja riesig. Hallo? Bist also der Hylianer, den Sidon gefunden hat. Es freut uns, dass du hier bist. Wir sind Dorephan, der König des Zora-Volks. Wer seinem Gürtel hängt, ist das etwa ein Shika-Stein? Nanu, lass dich doch mal genauer ansehen. Du bist doch Link, der Recke der Hylianer. Erinnerst du dich nicht an uns? Der Recke der Hylianer? Du bist dieser Recke, Link? Ich wusste doch, dass mir dein Name irgendwie bekannt vorkam. Was für eine Fügung des Schicksals. Link, Recke der Hylianer. Wie er leibt und lebt. Welche Überraschung. Ja, da werden Erinnerungen wach. Unsere Pfade kreuzen sich einige Male. Wir hörten, du weiltest nicht mehr unter den Lebenden. Aber das scheint nicht der Wahrheit zu entsprechen. Ich habe geschlafen. Was? Geschlafen? Deshalb also erinnerst du dich nicht an uns? Aber an unsere Tochter Mifa erinnerst du dich. Mifa? Jetzt sag aber nicht, du hast selbst Mifa vergessen. Ihr wart doch immer so enge Freunde. Und sie hast du vergessen? Sieh dich einmal in unserem Dorf um. Sieh die Statue an, die wir zu Mifas Ehren errichtet haben. Und sage uns, fühlst du gar nichts bei diesem Anblick? Oh je. Vielleicht kann irgendein äußerer Reiz deine Erinnerung wieder auf die Sprünge helfen. Wir hoffen es inniglich. Vater, bring doch nicht auch noch Schwester in die Sache hinein. Link ist schon genug verwirrt. Ja, vielleicht hast du recht. Wirklich eine eigentümliche Fügung, dass du ohne es zu wissen den Recken zu uns geführt hast. Du hast mehr Glück als Verstand, Sidon. Das ist sicher alles nicht leicht für dich, Link. Doch bitte hör uns an.
Du musst wissen, dass unser Dorf sich durch das Wüten des Wassertitans Varuta in großer Gefahr befindet. Lass uns direkt auf den Punkt kommen. Ohne fremde Hilfe kommen wir nicht gegen ihn an. Würdest du uns in unserer Not beistehen? Haltet ein, Eure Majestät. Wollt ihr etwa einen Hylianer um Hilfe bitten? Solch ein Schritt wäre ein Schlag ins Wasser für unser Volk. Muso, fängst du schon wieder damit an? Du solltest etwas mehr Respekt zeigen, Muso. Link ist auf meine Einladung in unser Dorf gekommen. Wir waren uns doch alle einig, dass bei diesem Dauerregen nur ein Hylianer uns noch helfen kann. Ich bin sicher, er wird uns beistehen und unser Dorf retten. Ja, so ist es. Link ist ein Recke. Wenn es so weitergeht, wird unser Dorf, nein, vielleicht sogar ganz Hyrule in den Fluten versinken. Ob Zoras oder Hylianer, in solchen Zeiten müssen alle Völker sich die Flosse reichen. So besinnt euch doch, Majestät. Habt ihr denn schon alles vergessen? Wir dürfen den Hylianern nicht vertrauen. Hätten sie vor 100 Jahren nicht mit dieser antiken Technologie herumgespielt, so würde es Hyrule jetzt noch geben. Sie haben alles in die Verdammnis geführt, Zoga. Zoga Mipha haben sie uns genommen. Link, Ruta ist der Titan des Wassers. Er kann unendliche Mengen Wasser hervorbringen. Vor kurzem begann er plötzlich damit, Wasser in die Luft zu spritzen, das dann hier als Regen wieder herunterkommt. Wasser ist unser Element, also wäre das eigentlich noch keine Bedrohung für uns. Doch durch den Dauerregen füllt sich der Stausee im Osten von hier in bedrohlichem Maße. Wenn der Damm bricht, wird nicht nur unser Dorf zerstört, auch die Hylianer, die flussabwärts wohnen, sind bedroht. Der Ruf des Titanen. Warum gerade der Wassertitan zuerst? Was? Oh Gott. Ein riesiges Boot? Eine dampfende Festung. Ein Elefant. Ruta ist ein Elefant, ja. Ein Schwimmender. Nun gut. Der Wassertitan Varuta. In der Zeit vor der Verheerung hat eure Prinzessin Zelda die Titanen erforscht. In ihren Schriften erwähnte sie auch die Vorrichtungen auf Rutas Schultern. Laut ihren Erkenntnissen handelt es sich dabei um Maschinen, die mit Hilfe von Elektrizität das Wasser kontrollieren. Doch seit der Titan wütet, fließt kein Strom mehr durch sie. Aha. Segon, einer unserer stärksten Krieger, hat es geschafft, sie mit Elektrofeilen zu treffen. Der Wasserausstoß nahm ab. Aber wir sind nun einmal ein Wasservolk. Mit Elektrizität können wir nicht gut umgehen. Die elektrische Spannung war wohl nicht ausreichend, sodass der Effekt nicht lange anhielt. Deshalb zog ich los, um einen Hylianer zu finden, der uns helfen konnte. Ich denke, du hast bereits verstanden, Link. Bitte aktiviere die Maschine mit Elektrofeilen. Ich werde dich natürlich dabei unterstützen. Was sagst du? Wollen wir Ruta gemeinsam aufhalten? Hatte ich eh vor. Gut, dass wir hier ganz viele Elektrofeile haben. Was? Du möchtest in den Titanen eindringen und ihn besänftigen und Prinzessin Zelda leitet dich dabei? Heißt, als dass sie lebt noch, sie ist im Schloss. Nicht zu glauben. Sie hat all die Zeit lang überdauert, genau wie du. Was vor 100 Jahren geschah, können wir nicht mehr ändern. Doch wenn du in den Titanen eindringen und sie zurückerobern kannst, dann ist es vielleicht doch noch möglich, Ganon wieder zu versiegeln. Kaum zu glauben, dass du aus diesem Grund zu uns gekommen bist. Gut, ich werde dir dabei helfen. Sobald der Titan sich beruhigt hat, kannst du sein Inneres betreten, Link. Lass uns Ruta gemeinsam besänftigen. Ja. Vielen Dank, Link. Es muss Schicksal sein, dass deine Ziele so genau mit unseren übereinstimmen. Erlaube, dass wir ohne weitere Umschweife das hier überreichen. Die Zora-Rüstung mit erhöhtem Schwimmtempo. Wow, die sieht richtig gut aus. Mit dem Gewand kann sogar ein Hylianer Wasserfälle hinaufschwimmen. Wie ein Zora. Pass gut darauf auf. König Dorifan, wollt ihr ihm etwa die Zora-Rüstung geben? Ausgerechnet diese?
Solch eine Rüstung fertigt jeder Zora-Prinzessin für ihren zukünftigen Ehemann an. Und diese hier hat... Diese hat unsere holdselige Prinzessin Mipha gefertigt. Eigenhändig und mit größter Sorgfalt. Reck oder nicht, der Gedanke, dass die erlauchte Mipha ein solches Juwel für einen ungehobelten Fußsoldaten anfertigte, ist absurd. Das Maß ist voll, ich protestiere aufs Schärfste. Dieser Murso, er war der Erzieher unserer Tochter, musst du wissen. Er liebte Mipha fast so, wie wir als ihr Vater es taten. Seit wir Mipha durch die große Verehrung verloren, hegt er einen Groll gegen alle Ulianer. Bitte vergib ihm seine Äußerungen. Aber wir hatten Muse befohlen, die Elektrofalle zu besorgen, die wir benötigten, Maruta zu besänftigen. Doch jetzt ist er gegangen. Link, ich werde Muse schon zur Vernunft bringen. Warte bitte. Wir brauchen keine Elektrofalle, ich habe genügend. Sidon, will er ihm etwa erzählen, dass... Link, Muso hat sich vermutlich auf den unteren Platz zurückgezogen. Willst du auch zu ihm gehen? Wir denken, da wird es leichter werden, ihn zu überzeugen. Alles klar. Erstmal zieh mir aber die Rüstung an. Reckengewand. Zora-Rüstung. Richtig cool. Wow, die sieht episch aus. Die gefällt mir richtig gut. Eine Schwimmrüstung. Da ist er. Muso, hör zu. Was soll das? Wenn du plaudern willst, war dein Weg hierher umsonst. Ich habe nichts mit dir zu besprechen. Hör zu, Muso. Es gibt etwas, das ich dir verschwiegen habe. Es ist mir etwas Unangenehmes, direkt vor ihm zu sagen, aber es war Link, den meine Schwester liebte. Ich war damals noch zu jung, um viel davon mitzubekommen. Aber von meinem Vater habe ich immer wieder gehört, dass Link einen besonderen Platz im Herzen meiner Schwester einnahm. Was? Das habt ihr doch ersonnen, um mich zu demütigen. Die große Mipha hätte niemals einen Hylianer lieben können. Er erinnert sich ja nicht einmal mehr an sie. Sogar beim Anblick ihrer Statue blieb sein Herz bar jeder Regung. Das ist die Wahrheit, Muso. Auch wenn sie es nie übers Herz gebracht hat, sie mit dir zu teilen. Ach, Muso. Weißt du noch, als wir uns zum ersten Mal begegnet sind? Du warst wirklich ein ungestümes Kind. Andauernd hattest du irgendeine Schramme. Und jedes Mal habe ich dich geheilt, genau wie jetzt. Hylianer werden so schnell erwachsen. Im Handumdrehen warst du viel größer als ich. Ich war so froh, dass ich deine Wunden heilen konnte. Ich war glücklich. Die Verheerung Ganon droht wiederzukehren. So viel wissen wir. Aber was genau auf uns zukommt, das können wir noch nicht einmal erahnen. Aber auch wenn der bevorstehende Kampf noch so hart wird, wenn du eine Verletzung davontragen solltest, dann bin ich da und heil dich. Egal wie oft, egal wie schlimm es ist, ich möchte dich einfach beschützen. Wenn dieser Kampf vorüber ist, dann wünsche ich mir, dass du wieder zu Besuch kommst. Wie damals. Damals, als wir beide noch Kinder waren. Hm.
Na, Muso ist total putzig. Was ist, Link? Alles in Ordnung? Na sowas, du zitterst ja wie eine Kaulquappe. Was ist denn? Ich erinnere mich. Was? Erst hast du sie vergessen und jetzt plötzlich erinnerst du dich wieder? Und das soll ich dir glauben, einfach so? Beweise es mir. Geh und beweise mir, dass du es warst, dem sie ihr Herz geschenkt hat. Wenn du mich überzeugen sollst, sollst du erfahren, wo man Elektropfeile herbekommt. Hast du es immer noch nicht verstanden? Sieh dir die Rüstung, die Andi Link trägt. Du kannst dich umziehen, so oft du willst. Glaub nicht, dass mich das in irgendeiner Weise... Das ist doch die Zora-Rüstung. Die edle Mifa... Ach, Mifa hieß sie, ups. Hat sie eigentlich angefertigt und es sieht so aus, als besitzt sie exakt deine Größe. Wie ist das möglich? Hast du verstanden? Mifa hat Link geliebt. Für ihn hat sie die Rüstung gemacht. Dass sie ihm wie angegossen passt, ist der Beweis dafür. Weil du Hylianna noch nie leiden konntest, hatte Mifa allen verboten, dir davon zu erzählen. Dann musst du uns jetzt wohl helfen, Muso. Wie kommen wir an die nötige Menge Elektropfeile? Wie ich dich kenne, hast du bestimmt schon einen Plan. Sollte die Rüstung wirklich und wahrhaftig für dich angefertigt haben? Oh, Mifa. Es schmeckt mir zwar immer noch nicht, einen Hylianer um Hilfe zu bitten, aber es bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Ich bin ein Zora von Ehre. Ich stehe zu den Blasen, die ich blubbere. Ich werde dir sagen, wo du Elektropfeile in Hülle und Fülle finden kannst. Sag jetzt nicht bei den Zentauren. Diese Berge, das ist das sogenannte Donnerhorn, auf dem sich das Kap der Prüfung befindet. Auf diesem Berg liegt ein gefürchtetes Monster. Es schießt Elektropfeile auf jeden Eindringling. Für einen Zora sind diese Pfeile absolut tödlich. Aha. Der Leune. Moment, den haben wir doch schon getötet. Dieses Monster verwendet mit Vorliebe Elektropfeile. Du musst versuchen, ihm ein paar davon abzuluxen. Es ist sehr gefährlich, aber du schaffst es sicher irgendwie, Link. Um den Titan in den Griff zu bekommen, wirst du eine beachtliche Menge Elektropfeile brauchen. Sagen wir mal 20 Stück oder mehr. Bleibt abzuwarten, ob du es schaffst, so viele Pfeile zu ergattern. Reife Leistung, Link. Du hast ja bereits Elektropfeile besorgt. Zum Donnerhorn brauchst du nur, wenn du Nachschub benötigst. Also dann, Link. Ich warte am östlichen Stausee auf dich, wo der Titan. Komm dorthin, sobald du bereit bist. Überlass das mir. Gut. Nehmen wir es gemeinsam mit dem Titan auf. Wir haben den Leunen schon getötet. Ups. Ja, was für ein Zufall, oder? Wo ist denn das Donnerhorn? Das hier ist das Donnerhorn, oder wie gewesen, weil wir dadurch Zufall lang gelaufen sind schon. Okay, wir müssen jetzt zum Wassertitan. Oh, ein Elektropfeil. Hallo? Kia! Hey, hi! Mifa, sieh mich an, hör meinen Schwur, ich werde Wahuta in Stücke schlagen, so wahr ich Segon bin, der man einst den Feldwebel des Todes nannte. Du bist Link! Rache für Mifa! Nach 100 Jahren lässt du dich also wieder blicken, ich, Segon, werde dich höchstpersönlich niederstrecken. Wovon redest du? So willst du mir also kommen? Oh nein, du wirst mich nicht täuschen, Recke Link. Du warst es, der Mifa vor dem bösen Person Ganon hätte beschützen können. Was hast du getan? Versagt hast du. 100 Jahre ist es jetzt schon her. Oh Mifa, euer Verlust schmerzt mit jedem Tag aufs Neue. Niemand will deine Hilfe. Ich, Segon, fällt über des Todes. Schwöre zugleich, dass es mein Ende bedeuten mag. Ich werde Elektropfeile auf Ruta herabregnen lassen und das Unrecht gut machen, das Mifa angetan wurde. Hast du verstanden? Dann hau endlich ab. Was? Ich unterziehe mich einem Sondertraining. Ich lasse nicht locker, bis ich Elektropfeile anfassen kann. Tu nicht so, als hätte ich das nicht letztes Mal schon gesagt. Durch Kampfeswille und das, obwohl ich dir gegenüberstehe, Segon, der einstige Feldwebel des Todes. Damit hast du die Verantwortung, Wahuta zu besänftigen. Was stehst du also noch so rum? Okay. Wir müssen jetzt also Wahuta... Was hat er denn?
Guten Abend, Link. Du hast mit dem Titan schon alle Hände voll zu tun, daher bitte ich dich nur ungern um etwas. Doch dies ist eine Angelegenheit, in der nur du helfen kannst. Diese Berge nennt man Donnerhorn. Dort treibt sie das Monster. Ja, du musst jetzt nicht genauer. Aber kannst du irgendwie einen. Aber kannst du mir irgendwie einen neuen zeigen? Sehr gut, wir scheinen auf einer Wellenlänge zu sein. Auf dem Donnerhorn gibt es eine Klippe, die Kap der Prüfungen. Oh Mann. Aus diesem Grund möchte ich auch Klärungsarbeiten über das Monster auf dem Donnerhorn betreiben, den Leuen. Ach nein, aber wir haben den Leuen doch getötet. Wie können wir denn... Ach Mist. Ups. Können wir das überhaupt noch abschließen, jetzt wo wir den Leuen getötet haben? Kein Problem. Super, wir können den Leuen... Verdammt. Wir haben den Leuen getötet. Wir können... Ach man. Okay, hier ist nichts drin. Laufen wir eigentlich hier richtig? Ja, ich glaube schon. Ich denke mal, dass ich als nächstes erstmal Ausdauer erhöhe. Bis wir zwei Ringe haben dann. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Wert. Jetzt überall Pilze. Ja, den Neuen haben wir einfach zu früh getroffen. Vor allem auch zu früh getötet. Vielleicht gibt es ja dann irgendwie nochmal einen später. Stimmt, der Leune spawnt doch, glaube ich, wieder. Es ist doch Blutmond gewesen, da müsste doch wieder ein neuer Leunen da sein. Das heißt, wir müssen ihn einfach nochmal fotografieren. So, was haben wir hier? Wir können hier schlafen. Okay, wir sind bereit. Da ist er also. Unser erster Titan. Ah. Da bist du ja, Link. Ich bin schon langsam ungeduldig geworden. Er ist schon cool. Du hast die Zora-Rüstung und die Elektropfeile? Ja. Gut gemacht. So habe ich mir das vorgestellt, Link. Dann lass uns den Titan mal besänftigen. Los geht's. Achte auf den Rücken des Titanen. Siehst du die rot leuchtenden Vorrichtungen? Die musst du mit den Elektropfeilen abschießen. Denk daran, zur Rüstung kannst du Wasserfälle hinaufschwimmen. Ich bringe dich unter die Wasserfälle, dann schwimmst du so schnell wie es geht nach oben und schießt. Oh Mann, alles klar. Das wollte ich hören. Gut, dann komm. Auf geht's. Im Schwimmen macht mir keiner was vor. Wow, Sidon ist echt schnell. Und hat uns bemerkt, ich ziehe mich erstmal zurück und versuche den richtigen Moment abzupassen. Ich schwimme so schnell ich kann. Oh, das Angriffe musst du abwehren. Baruta wird zweifellos seine antike Technologie gegen uns einsetzen. Er besitzt die Kraft, Eisblöcke zu erzeugen. Du musst sie irgendwie abwehren, bevor sie uns treffen. Wie mache ich denn das? Tu was gegen das Eis! Muss ich die einfach immer wegschlagen? Ha! Au. Und weg. Jetzt! Ein Elektropfeil! Ein Elektropfeil, Elektropfeil, Elektropfeil. Wir haben 23 nur, okay. Sprengling!
Gute Arbeit, Link. Ach, sehr gut. Zum Angriff. Sau cool. Wenn das Eis nicht wäre. Mist, okay. Aber er macht uns kaum Schaden mit diesen Blöcken. Mist, ich glaube, ich bräuchte mal eine Waffe, die ein bisschen schneller ist. So. Echt jetzt? Au. Kannst du doch irgendwie abschießen? Boah, ich glaube, ich probiere es jetzt mal. Ja, geht auch. So, sehr gut. Jetzt wieder ein Elektro-Pfeil. Und schnell nach oben. Und auf mit dir! Du hast es geschafft! Sehr gut. Nicht runter! Zerstöre das Eis! Kommt hinter uns. Sehr gut. Ja, habe ich. Er bereitet uns echt gut, gut darauf vor. Verdammt. Halt dich gut fest. Nutz die Chance. Boah, da haben wir richtig viele. Oh verdammt, eigentlich habe ich noch getroffen. Noch zwei. Verdammt. Ernsthaft? Ich habe ihn noch getroffen, aber nicht früh genug. So. Einer ist es, glaube ich, noch. Wir haben auch genau viermal was getroffen. Wie? Ich habe das doch... Hä? Aber ich habe das doch... Ich habe das doch getroffen. Moment. Was war das? Ich habe doch ganz klar das Teil getroffen. Sehr komisch. Boah, wir haben so viele Pfeile verbraucht. Los, ein Elektropfeil. Sehr komisch. Also ich verstehe nicht, warum. Warum das nicht gezählt hat bei mir. Schieß nach oben! Du bist spitze!
Na, das hat jetzt, glaube ich, 8-9 Pfeile mehr gekostet. Sieh nur, Link, Ruta stößt jetzt kein Wasser mehr aus. Ruta ist aufgetaucht. Du wolltest doch in sein Inneres, oder? Ich bringe dich zu ihm. Schon mal viel Erfolg da drin. Oh oh, ich glaube, jetzt geht's erst richtig los. Link! Gute Arbeit. Der Titan hat endlich aufgehört, Wasser zu versprühen. Aber damit fängt deine eigentliche Aufgabe erst an. Jetzt geht's ans Eingemachte. Ich wünsche dir viel Glück. Wir sehen uns später im Dorf der Soras. Du schaffst das. Danke, Sido. Link, du bist wirklich spitze. Oh Mann, jetzt haben wir also das große Vieh, was wir erledigen müssen. Ich bin gespannt. Dieser Ort wird als Teleportziel auf der Karte eingezeichnet. Du lebst also wirklich noch. Ich habe nie die Hoffnung aufgegeben, dass du eines Tages hier zu mir kommen würdest. Moment, ist sie das? Möchtest du Ganons Macht vertreiben und Ruta befreien? Ja. Dann solltest du dir als erstes die Karte beschaffen, die sein Inneres zeigt. Okay. Ist das Mipha? Die Karte hütet dieser Leitstein. Wenn du ihn erreichen kannst, gehört sie dir. Okay. Na gut. Was ist das? Moment, mein Bogen ist zerbrochen beim letzten Schuss anscheinend. Nun gut. Ey, Wächter. Aber die sind ja noch ziemlich winzig. Was ist das? Da unten? Okay. Antike Feder. Müssen wir wahrscheinlich hier... Wie kriegen wir das hier auf? Ach so, ja. Ich denke noch nicht so ganz in den neuen Fähigkeiten, die Link hat. Das Modul vergesse ich immer so gerne. So, wir kriegen jetzt die Karte. Das war ja leicht. Mal schauen, wie viele Ebenen und so. Das ist quasi so ein Dungeon. Oh, wie cool. Rüssel bewegen.
Du hast einen Zugriff auf die Steuerung des Titanen. Oh, du hast die Karte dieses Titanen erhalten. Sieh sie dir gut an. Die leuchtenden Symbole sind die Kontrollsiegel, die die Steuerung von Varuta regeln. Um Ruta zurückzuerobern, musst du alle Kontrollsiegel lösen. Viel Glück. Alles klar. Im Kartenbildschirm kannst du Teile des Titanen bewegen. Oh Gott. Ja, das dürfte nicht ganz ohne werden. Was ist das denn? Ist das eins der Siegel? Kickerstein erkannt. Die Kontrollsiegel musst du noch lösen. Gib nicht auf. Okay. Vier Kontrollsiegel also noch. Wenigstens das Wetter jetzt schon mal schöner. Der Titan scheint aber gar nicht so groß zu sein von dem, was man machen kann und muss. So. Nehmen wir das neue Schwert. Vielleicht können wir das hier einfrieren. Aber was bringt uns das? Ah, ich sehe es. Hier ist ein weiteres Siegel. Noch drei Kontrollsiegel. Also bisher haben wir einen Lauf, also wir kommen ganz gut voran. Der ist auch schwächer verteidigt, als ich dachte bisher. Was ist das? Wie kommen wir hier durch? Ah, okay. Das Problem hat sich geklärt. Wie können wir das drehen? Ich glaube, ich muss hier runterspringen. Muss ich das irgendwie schieben? Vielleicht doch von der anderen Seite? Mal schauen. Das kann da nach oben. Okay.
Wahrscheinlich muss es doch so, wie ich es gerade gemacht habe. Nur vielleicht stärker. Das Schwert ist direkt kaputt. Irgendwie bringt das nichts. Wie drehen wir das? Muss ich vielleicht das hier wieder zerstören? Da ist irgendwas außen drauf. So kommen wir da nicht hoch. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, das macht schon Sinn. Jetzt doof. Können wir das nicht irgendwie früher einfrieren? Keine Ahnung, ob das so richtig war, aber es hat auf jeden Fall funktioniert. Yay. Jetzt ist halt nur die Frage, wie wir da oben weiterkommen. Was ist das denn? Ist das auch so ein Ach, okay. Das verstehe ich halt wirklich gerade irgendwie nicht so ganz. Wir hier weiterkommen. Aber. Oh. Ich mache dann hier sowieso erstmal gerade eine Pause. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und vielleicht knacken wir dann auch schon den Titanen. Varuta. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.